Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 47 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal haben wir hier geschaut, warte mal, wir können die Pause rausmachen. Ne, Pause ist jetzt drin. Okay, die war raus, alles klar. Hatten hier geschaut, wir wollten dieses hier schauen, dass diese zwei Waren von dort geholt werden, weil die voll sind. Tante Mimi hat mir aber auch noch geschrieben, dass wir da so ein paar Sachen machen sollten mit zweispurig und sowas und das Geld ausgeben, keine Angst haben, das Begradigungswerkzeug nutzen und so weiter und so fort. Gucken wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann werden wir mal gerade erstmal hier so einen LKW nehmen, der hier von Gefrees Abzweig nach Borgenteich Süd fährt. Wo ist Borgenteich Süd? Wo ist Borgenteich Süd? Oh, ist das, holt er das Holz von da ganz hinten irgendwie weg? Ne, das ist mehrere Stadt. Wo ist denn Borgenteich Süd? Aber wir können ja auch mal hier draufklicken, ne? Dann kommen wir da hin. Ach so, das ist hier. Gefräßabzweig. Ah, der holt das von da. Aber wir haben ja weitere Ladungen, die nach dahin gehen. Okay, dann müssten wir jetzt Gefräßabzweig rausnehmen. Warte mal, das werden wir jetzt bearbeiten. Müssen jetzt hier schauen, dass wir hier. Achso, wir haben ja gar kein Lagerhaus, oder doch? Doch, das da in der Mitte, ne? Halt hinzufügen. Den da. Laden. Und den hier oben müssen wir wegschmeißen. So, jetzt ist er ganz weg. Borgenteich Süd, okay, passt. Holz zu Borgenteich Süd, passt. So, Holz-LKWs haben wir schon geändert. Und ich hoffe, die fahren da auch jetzt alle hin, ne? Das ist jetzt natürlich noch eine Frage, wo ich nicht weiß. Holz zu Borgenteich Süd. Borgenteich Süd nach Borgenteich Abzweig. Ja, klar, sieht so aus, als ob das geht. Ich hoffe, die fahren auch noch alle richtig. Das haben wir. Dann haben wir hier noch diesen hier. Und das ist Gefräß Abzweig. Sollte natürlich da auch nicht hinfahren, sollte auch hier hinfahren, oder? Ja, das müsste eigentlich passend sein dann. Bearbeiten, Halt hinzufügen, diesen Halt hinzufügen, laden da bitte und Gefräßabzweig weg und okay. Und dann sollen die nur noch dieses kurze Stück fahren, oder? Warum er jetzt hier mit leer? Achso, er holt Steine hier ab. Und Tante Mimi meinte auch, dass ich hier länger machen soll, damit die da schön im Bahnhof stehen. Und diese vier Gleise, drei Gleise sollte ich dann auch anders bauen. Jetzt habe ich da noch nie drauf geachtet, ne? Beim Stationen. Und da kann man Anzahl der Gleise hier natürlich erhöhen, ne? Ja, ne? Macht Sinn, ne? Und die sind dann sogar tatsächlich, glaube ich, enger beieinander, oder wie sehe ich das? Ja, müssen wir dann beim nächsten Mal machen, ne? Oder umbauen. Ich will jetzt erstmal das hier sein lassen, weil es so schön läuft und wir müssen weiter gucken. So, Steine sind hier. Ich glaube, wir lassen mal einen schneller laufen, ne? So, dann sehen wir hier die Fahrzeuge, dass die jetzt nicht mehr hier lang fahren, sondern da rüber fahren, hoffe ich. Und auch da vor allem Ware holen. Holz habe ich jetzt gerade hier gesehen. Und entlädt er da. Okay, der hat da entladen, der entlädt er auch. Und was ist das für ein LKW? Der hat da Kohle drin, oder was? Ist das richtig? Ich glaube nicht. Hier braucht niemand Kohle. Was holen die denn alle? Die holen alle das Richtige. Außer der eine. Glaube ich. Wann kommt der denn wieder? Da ist er. Details. Und der soll bitte das auch transportieren. So, wenn ich Alt drücke. Dann sehe ich, was wo ist, ne? Das passt dann hier. Gut, okay, das sieht gut aus. Passt erst. Und wir müssen jetzt mal gerade gucken, dass hier diese Fabrik, es wird schlecht beliefert, das ist okay. Und diese Fabrik wird durchschnittlich beliefert, das ist auch okay. Dann funktioniert das hier erstmal. So, zweispurig durchziehen, hat Tante Mimi gesagt, bei Gefräß Nord. Da ist Gefräß Nord. Ah, sie meinte, diese Strecke einfach zweispurig weiterführen. Ja, wir können das ja mal das Geld investieren, wie sie schon sagte, und hier mal das machen. Ja, das ist
Schade, dass das hier nicht so richtig. Ja, guck mal, jetzt ist es wieder verkehrt, ne? Ah, ich glaube, jetzt hat es geklappt. Können wir so machen, ne? Der fährt jetzt auch da lang. Sehr gut. Dann können wir ihm da noch ein Signal anbieten, glaube. Und das machen wir mal hier hin. Ach so, ja. Der fährt jetzt da tatsächlich nur bis dorthin. Wieso fährt denn der jetzt nicht weiter? Warum fährt er jetzt gerade nicht weiter? Warum fährt dieser Zug hier nicht weiter? Sagt mir das einer bitte. Dieses Signal ist irgendwie falsch dann, oder was? Machen wir das nochmal weg. Nochmal hin. Aber so ist doch richtig, oder? So ist richtig. So ist richtig. So ist dann da auch richtig. Da sind aber kurze Abschnitte. Hier muss noch ein größerer hin. Dann passt das auch. Und hier müssen wir noch zweispurig machen. Brücke. Eine Bogenbrücke. Gibt es nur eine Bogenbrücke? Gut. Nicht klappt das so? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Das sieht schon wieder so aus, als ob das nicht klappen könnte. Mach mal lieber so, ne? Und ein Signal dahin. So sieht es erstmal gut aus. Der fährt da lang. Dann können wir das andere abreißen hier. Dann ist das schon mal okay. Dann reißen wir das gerade auch noch ab. Und setzen da das nochmal neu, in der Hoffnung, dass es klappt. Sieht gut aus, oder? Fährt da rüber, das ist schon mal was. Und jetzt müssen wir hier noch gucken, dass der um die Kurve kommt, ne? Das sieht auch schon mal gut aus. Ja, das Tool habe ich jetzt immer noch nicht benutzt, Tante Mimi. Dieses Stück weg. Das Begradigungstool, ne? Das habe ich immer noch nicht genommen. Okay, das ist jetzt, macht hier keinen Sinn, sowas dann zu behalten, ne? Der fährt jetzt wunderbar da durch, von da hinten bis da. Kriegt jetzt hier noch ein Signal dazu. Das passt schon. Das ist auch okay. Wir können hier noch eins zwischenstellen. Damit das ein bisschen mehr unterteilt ist, dann können die Züge auch mehr auflaufen. Ja, das sieht so schön optisch aus, weil, ne, würde irgendwo funktionieren, aber hier eigentlich nicht sinnvoll. Können wir eigentlich alles abreißen hier, ne? So, dann haben wir die Abschnitte weiter. Er fährt bis dahin vor. Okay, das muss sein, damit er da reinfahren kann, weil hier nur ein Gleis vorhanden ist zum Beliefern. So, ich glaube, das ist das, was Tante Mimi wollte. Fast bis hier vorne. Da müssen wir noch ein Stück weitermachen. Gleis. Und Gleis. Und dieses Gleis. Und ja, warte mal. Ja, funktioniert schon mal gut, ne? Funktioniert nämlich so gut wie gar nicht. Das geht da rein.
Das geht da rein. Und das geht da nicht rein. Und das kriege ich da gar nicht hin. Schade. Abreißen wieder dieses hier, weil das unnütz ist. Ja, der muss dann so einen Bogen leider so fahren, dann müsste es wiederum gehen, ne? Signale. Oh, Unternehmen ging bankrott. Heubach akzeptiert keine Eisenplatten mehr. Ne, die haben wir auch noch nicht gebaut, glaube. Hier nicht Stopp, sondern schnellere Stufe. Signale. Das ist schon okay. Achso, das können wir, warte mal, das ist hier dann über das Stück weg, dann kann das auch weg. Die kommen bis dahin vorgefahren, die können so raus, der kann nicht so, doch, der kann so raus. Alle können bis nach da fahren, dann geht das auch, das passt. Und der kann so fahren, da kommt auch schon einer, auf Stufe 1 natürlich nur. Okay, ich glaube, die können alle hier irgendwie kreuz und quer hinfahren. Der muss so fahren, ja, ist halt so. Gut, und dann Bahnsteige verlängern, würde ich jetzt hier noch machen wollen. Oder doch nicht. Bahnsteiglänge hier, zack, das wäre es gewesen. Ne? Okay, wissen wir. Die müssten wir abreißen und neu setzen. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal laufen, weil das ist jetzt nicht unsere Lösung, die wir hier haben, glaube ich. So, gucken wir mal gerade nach Dingens. Das ist sogar hier schon grün. Exzellente Belieferung, sehr gut. Und hier ist eine schreckliche Belieferung, aber das reicht uns, dann bleibt der Preis hoch, ne? So, diese Strecke funktioniert erstmal bis dahin. Ich glaube, hier brauchen wir nicht weitermachen. Hier könnte man schauen, dass man das dann auch zweigleisig da reinbaut, wie Tante Mimi sagte. So zum Beispiel. Jetzt sind unsere Signale nur futsch. Ja, ja. So passt's, oder? Und hier. So. Ich glaube, das geht so, oder? Macht das Sinn, da noch ein Signal hinzusetzen? Ich glaube eigentlich eher nicht, oder? Ja, machen wir so. Sieht nicht schön aus, ist aber okay. So, und dieser Bahnhof wäre jetzt auch so ein Bahnhof, wo man drei, ne, Gleise gleichzeitig machen sollte, wie Tante Mimi schon gesagt hatte. Und hier müsste man so das Tool dann nutzen zum Boden wegmachen. Ne? Wo ist denn das hier? Ja, weiß ich gar nicht. Sonstiges. Terraforming, alles klar, da ist es. Ebenen, Bäume pflanzen. Okay, dann machen wir mal hier zwei Bäume hin, gefällt mir. Dekoration, ah, guck mal, da gibt es auch so einen Tank, eine Pumpe, ein Ventil, ein Kürbis, auch sehr schön, ne? Wenn es denn Sinn machen würde, aber es macht wohl keinen Sinn. So, jetzt lass uns mal gerade gucken, wir waren hier hinten, das haben wir erledigt. Jetzt gehen wir mal hier hin, oh, hier gibt es eine Bretterstation. In 90 Tagen werden da keine Lieferungen mehr angenommen. Bretter gibt es noch hier. Warum steht da ein Zug und der fährt nicht? Ah, weil dieses Signal da falsch ist. Das durfte da doch nicht stehen. Gut, funktioniert wieder. Kriegen wir die Bretter noch hin? Weiß ich nicht. Da müssten wir einmal ganz schnell da hinten hin. Wo war unser Depot fürs Auto? Da. Kaufen. Bretter sind hier. Kaufen, Fahrzeug, Halt hinzufügen, da, laden, und wo kommen die Bretter hin? Hier. Der hat wahrscheinlich jetzt kein Dingens in der Nähe, ne? Ah, doch, da ist er. Halt hinzufügen, den da. Entladen. Gefräß 2. Speichern als. Holzträger ja. Und
fahren. Kaufen. Und die Route Holzträger Gefräß 2. Der da. Starten. Kann man den klonen? Ne, das geht hier nicht, ne? So, der kann weg. Kaufen. Kaufen. Holzträger Gefräß 2. Der da. Und ich hätte das Fenster mal gerne hier, damit es auch funktioniert. Lass ihn fahren. Gut, jetzt haben wir da noch drei zugekauft und ich hoffe, dass das hier jetzt hier funktioniert, ne? Gehen wir da gerade hin. Ist das hier der erste? Aber Holzträger, das hat ja wieder gut geklappt, ne? Bretter brauchen wir da, bitteschön. Hat der Bretter? Der hat Bretter, ne? Und der? Hat auch das Falsche, ne? Der hat Holzstämme. Alle bringen hier irgendwas hin, aber nicht das Richtige, ey. Das ist okay. Fahrzeug, Details. Wer ist der Fahrplan? Holzbretter, Melderstadt. Fahrzeug folgen. Ist das so richtig? Wo fährt denn der hin? Bestimmt ist das falsch. Weil der hat ja noch geladen. Erstmal gucken, wo der hinfährt. Ah, das können wir auch so sehen. Das ist hier. Okay, den setzen wir gerade danach da unten. Und der hier ist Gefräßabzweig. Route 46. Der fährt Bretter. Wo ist Route 46? Gefräß 2. Route 46, Gefräß 2. Da hatten wir das doch schon. Bretter sind da. Läuft. Lassen laufen. Melrichstadt Anbau ist da. Und was liefert der? So, der muss hier das liefern. Oh, neue Forschung starten. Da ist eine fertig geworden. Betonherstellung, Forschung starten. Da müssen wir aber gucken, dass wir dieses hier kriegen, ne? Das war Labor 1. Labor 2 kriegt immer noch das. Und ich glaube, die werden ja auch noch angeliefert. Genau so sieht's aus. So, jetzt hier nochmal. Melrichstadt Anbau ist da. Und die brachten Holz dahin, was vollkommen jetzt falsch ist. Können wir da auch was anderes liefern? Nein. Das heißt, dieser LKW, der da jetzt hinfährt, auf dieser Route, bringt uns gar nichts, ne? Das wird schwierig. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Wir müssen dann schauen, dass das Labor Kies kriegt. Wir müssen gucken, dass der hier nicht pleite geht. Das sind noch 65 Tage, aber eigentlich müsste der ja eine Lieferung haben hier. 4 sind noch da. Könnte funktionieren, muss aber nicht, weiß ich nicht. Und ja, den Rest müssen wir auch noch gucken. Warte auf offenes Signal. Wo ist das? Oh, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Warum wartet denn der auf den offenen Signal da? Mach das weg, dann wartet er da nicht mehr drauf, oder? Wieso fährt denn der jetzt nicht? Warum fährt dieser Zug gerade nicht? Da ist die Insolvenz vermieden, okay. Welches das war das? Was?
Warte auf offenes Signal. Welches Signal meint der, bitteschön? Hier ist jetzt kein Signal mehr, mein Guter. Zum Depot schicken. Das Fahrzeug kann einen Weg zum Depot finden, okay? Okay, das funktioniert nicht. Wenden geht auch nicht. Offenes Signal. Ey, hier sind Signale, ja, aber sorry, das eine Signal ist doch jetzt hier. Das Signal stelle ich jetzt mal dahin. Was ist jetzt hier an dem Signal so schwer? Was läuft hier falsch? Okay, verstehe ich nicht. Müssen wir in der nächsten Folge gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.